Es geht weiter, herzlich willkommen zur nächsten Post-Episode. Und wir machen gleich weiter, wir haben nämlich gar keine Zeit zu verlieren, mit Anne Silent Daughter, Anne Silent Daughter ist auch schon ganz lang dabei, das meine ich jetzt mal. Peggy, ein Reim mit Liebe gemacht. Rosen sind rot, Fallchen. Rosen sind rot, Fallchen sind blau, Kartoffeln sind grau, Peggy ist blau. Fortsetzung folgt. LG, DNAE. Ja, dann DNAE. Dankeschön. Mit so ein paar Rechtschreibfehlern. Aber ist schon okay. Der Reimhintergrund ist angekommen. Und ich bin nicht blau. Ich bin eher türkis. Peggy, ich muss dir was Schlimmes sagen. Was denn? Ich habe dich lieb. XD. Du bist der beste YouTuber auf der Welt. Hör nie auf. RG, deine hübsche Anne. Wieso hübschere? Und warum ist das was Schlimmes? Das war doch gar nichts Schlimmes, Anne. Nein, okay. Vielen Dank, Anne. Maya Flowerberg. Ach so, Test, ja, okay. Maya Flowerberg mit dem echten Brief. Hallöle. Hallo, Peggy. Falls du meinen Brief abendebend gelesen hast, will ich dir sagen, dass es ein Test war. Ja, stand drin. Deswegen, wegen Postfach voll. Ich habe schon gemerkt. Ich wollte mal was loswerden und dir sagen, dass ich deine Videos über alles liebe und du mir mit jedem Video ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Egal, wie fuck der Tag ist. Ah, das ist sehr lieb. Und ihr habt eine so gewählte Wortwahl, also eine gute Wortwahl. Aber trotzdem freut mich das, dass meine Videos dir den Tag so versüßen und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dankeschön. Danke dafür, das schafft nicht jeder. Ah, das ist ein Riesenkompliment, das freut mich wirklich sehr. Vielen lieben Dank. Ich finde deine Art supi und ich bitte dich, ändere dich nie. Habe ich nicht vor. Mach weiter so mit YouTube. Du hast eigentlich mehr Abos verdient, als du hast, aber wird schon. Ja, genau. Ihr könnt mir ja helfen. Einfach immer ein bisschen Werbung machen und so. Dann wird alles gut. Vielen Dank dafür und danke auch für diese lieben Worte wegen den Abos, dass ich das verdient habe. Das freut mich sehr. Hab noch einen schönen Tag. Du ebenso und beantworte wenigstens mit Hallo. Mit Hallo? Wieso soll ich denn mit Hallo antworten? Würde mich mega happy machen. Schau doch einfach das Video als Antwort, liebe Myra. Würde mich mega happy machen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Brief zu lesen. Bitte grüß noch. Ich grüße Natalie Greenfield und sagt, dass ich Josie sie lieb hat. Okay, also. Natalie Greenfield, Josie hat dich ganz doll lieb. Ihr Cuties. MFG, dein Fan Josie, beziehungsweise Myra Flowerberg. Ja, vielen Dank, liebe Josie. Smiley Face. Bye. Ja, tschüss. Ja, liebe Josie, das war ein richtig cooler Brief. Freut mich wirklich sehr. All das, was du geschrieben hast. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und löschen. Die Josie. Da ist nochmal hier ein Testbrief. Rup, weg damit. Und hier die M Yellowhand haben wir auch schon wieder. Du bist der Beste. Sag mir, wenn du ein neues Video rauskommst. Ja, jeden Tag kommen neue Videos raus. Emmy, einfach meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das wäre vielleicht hilfreich. Leni Brushbacker. Test. Da war gerade ein Testbrief, aber kein Brief dazu. Leni Brushbacker. Hi, Peggy. Ich hoffe, dir hat mein Brief für die Legends gefallen. Ja, mein Brief über die Legends hat mir sehr gut gefallen, wie man es auch in der Folge gemerkt hat. Ich liebe deine Videos, mach weiter so. PS. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auf deine Clubliste... Ah, das machen wir dann. Leni, das machen wir dann, wenn der Club wieder aktuell ist und anders. Ne? Dann reden wir über Listen und Mitglieder. Caitlin Kingwatcher, Perky. Hi, Percorino. Ich gucke deinen Kanal nicht lange, aber liebe ihn jetzt schon. Ich suchte deine Videos übelst. Ich liebe dich, mach weiter so. Fühl dich geknuddelt, deine Kate. Und Dankeschön, liebe Kate, das ist sehr lieb. Und weiterhin noch viel Spaß mit meinen Videos. Oh, nochmal eine Nachricht. Hey, Percorino, ich bin's nochmal. Ich wollte dich fragen, ob du ihn grüßen kannst. Klar kann ich Leute grüßen. Und zwar die Opal Feathers, also einen ganzen Club schon. Hazel Opal Lord und 7B. Ja, ist klar, dann, wer auch immer 7B ist. Und Hazel Opal Feathers, Opal Feathers und Hazel Opal Lord. Das sind aber auch Namen, die super krass zusammenhängen irgendwie, oder? Die Gwen, guck mal.
Ich weiß zwar nicht, ob du es liest, aber hoffentlich schreibst du dann zurück. Jetzt habe ich vergessen, ihr zu antworten, der Josie. Ach, tut mir leid, Josie. Ah, Mist, ich wollte eigentlich Hallo zurückschreiben. Ah, blöd. Sehr ärgerlich. Mann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man den Nachnamen ausschreibt. Ah. Yep. Oh, das tut mir sehr leid. Josie, wirklich, wenn du das jetzt hier siehst, es tut mir wirklich sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Anne Silent Daughter, der zweite Reim. Ein schöner Reim kommt jetzt. Mein Reim ist cool, so schwul und cool, so geil, so schweil. Peggy ist schwul und das ist cool. Dein feiner Reim. Peggy Tohum, Tom mit H. Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Ach, ich bin nicht schwul. Warum sagst du das? Nein, ist doch Quatsch, ist doch Spaß. Dankeschön, Anna, für diesen, Anna, für diesen coolen zweiten Reim. Der war echt wow. Marlin Sanchi. Hi, Peggy, ich liebe deine Videos. Wie kannst du immer so gut gelaunt sein? Ich kann's halt einfach. Kannst du einmal von mir Sarah und Jana grüßen? Ja, liebe Sarah, liebe Jana, liebe Grüße von Marlin. Und ja, ich bin halt einfach ein sonniges Gemüt, deswegen ist das halt einfach so. So, da weiß ich, die hat Lola jetzt gerade geschrieben. Hey, Peggy. Hallo Peggy, ich will mal machen Sachen, dass du voll lust bist, jo, jut bist und so, ja, sexy. Ich mag dich total, Alter. Oh, komm, dann geht's noch weiter. Bitte grüße die Fischis und die Fischis, aber vergesst die Fischis nicht. Was laber ich da? Lol, das ist aber peinlich. Ich kann gutes Englisch, ich weiß. Okay, dann, ja. Auch, ich kann sie LOL nennen. Nein, das meine ich nicht. Nenn sie Lola. Ihr war aber anscheinend langweilig. Und guck mal, Scarlett Lohelken. Ich wollte nur mal Hi sagen. Ja, Hi, Scarlett. Schon wieder Lola. Schreib mir mal einen Brief. Nein. Und damit ist der Postkasten auch voll leer. Und ihr könnt jetzt wieder Briefe schreiben. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.